Ja, Ziel ist es, mit den Grundkenntnissen, die wir hier vermitteln, dann letztlich auch ein Netzwerk, ein kleines Netzwerk planen zu können. Also beispielsweise hier in zwei kleinen Gebäuden, kleinen Firmengebäuden mal ein lokales Netzwerk aufzubauen. Und wie ist da eigentlich die Vorgehensweise? Nun, um eine Vorgehensweise definieren zu können, bietet sich an, sich erstmal damit zu befassen, wie eine bestimmte Fragestellung aussieht. Also es geht darum, sozusagen einen Prozess zu entwickeln und was sind dann dabei die konkreten Aufgaben, die zentralen Fragen, die zu lösen sind, welche Hilfsmittel stehen eigentlich zur Verfügung und ja, was kommt dann eigentlich nach der Planung? Genau, also eine strukturierte Vorgehensweise ist natürlich essentiell für einen erfolgreichen Projektabschluss am Ende dann. Und das sehen wir auch im nächsten Schaubild, dass man ja, sich an so einem kleinen Flussdiagramm orientieren kann. Man muss natürlich erstmal analysieren, was habe ich, wo möchte ich hin, also eine Ist-Soll-Analyse machen. Daraus ergibt sich dann auch eine Planungsphase, wo man dann sich Ja. überlegen kann, wie geht es eigentlich weiter, um dieses Soll-Konzept, das daraus entstanden ist, eben zu erreichen. Und wenn wir dann hier, ich sage mal, ein Projektmanagement-Verlauf haben, der dann typischerweise so aussieht, dass es auch mehr oder weniger ein agiles Projektmanagement ist, dann wird häufig an der Stelle schon der Auftraggeber mit einbezogen und es findet so etwas wie eine Entscheidungsphase statt. Und in dieser Entscheidungsphase kann es gegebenenfalls dazu führen, dass bestimmte Dinge einfach nochmal aufgrund der dann vorliegenden Situation geändert werden. Im anderen Fall geht es halt weiter in die Umsetzungsphase. Genau, also nach einer entsprechenden Freigabe, wie es ja auch auf der Folie zu sehen ist. Dieser Kreislauf, den wir oben haben, der kann natürlich mehrfach durchlaufen werden, wenn es noch irgendwelchen Änderungsbedarf gibt. Irgendwann sollte man dann natürlich in die Umsetzungsphase kommen Genau. und dann weiter fortschreiten. Ja. Nach der Umsetzungsphase werden wir letztlich in so eine Art Testphase gehen. Es werden entsprechende Messprotokolle angefertigt. Es wird nachgesehen, ob die Performance dieses Systems dann auch erreicht wird nach den Anforderungen des Auftraggebers. Und wenn das alles geschehen ist, erst dann hat man letztlich die Abschlussphase. In der Abschlussphase beispielsweise gehört auch dazu, dass das übergebene System dann entsprechend geschult wird, dass man eben die Anwender schult, wie nun mit diesem System umzugehen ist, wie dieses System zu warten ist. Ja, und jetzt werden wir gleich noch was wiederfinden, was wir auch schon im OSI-Modell kennengelernt haben. Denn das OSI-Modell ist letzten Endes auch eines der wesentlichen Hilfsmittel bei der Netzwerkplanung. Und wenn wir uns das jetzt weiter anschauen, dann werden wir feststellen, wir müssen uns natürlich erstmal überlegen, was sind eigentlich unsere anwendungsorientierten Schichten. Wir haben ja kennengelernt im OSI-Modell, die drei obersten Schichten, 7 bis 5 oder von unten 5 bis 7, sind unsere anwendungsorientierten Schichten. Und dabei muss ich mir natürlich die Frage stellen, was für Anwendungen sollen eigentlich in meinem Netzwerk laufen? Was will der Auftraggeber letzten Endes eigentlich? Denn danach muss ich mich natürlich richten, wie ich mein Netzwerk letzten Endes aus logischer, aber auch aus physikalischer Sicht aufbaue. Ja, und da tauchen dann eben solche Dinge auf, zu prüfen. Haben wir Echtzeitanwendungen? Also Echtzeitanwendungen, um es einfach mal auf Deutsch zu sagen, wenn wir beispielsweise Voice-over-IP machen wollen, dann müssen wir natürlich darauf achten, dass andere Verzögerungen ins Spiel kommen als bei einer normalen Datenübertragung. Und teilweise geht es auch darum, dass wir in Umgebungen arbeiten, Produktionsumgebungen, wo vielleicht die Störanfälligkeit der Medien besonders groß ist. All diese Dinge müssen eben aufgrund der anwendungsgegebenen Situation beachtet werden. Ja, und wenn wir dann weiter im Referenzmodell gucken, dann kommen natürlich als nächstes irgendwie die transportorientierten Schichten. Und da geht es eben darum zu gucken, gibt es schon eine Infrastruktur, die berücksichtigt werden darf oder soll das sogar integriert werden? Soll das eine homogene Struktur sein oder ist es von vornherein vorgesehen, dass es eine heterogene Struktur ist? Dann im Endeffekt kommen wir auf dieses Thema der Leistung, wo ja nicht nur die Verzögerung zugehört, sondern eben auch die Bandbreite. Und letztlich müssen wir halt auch gucken, welche Endgeräte sollen betrieben werden und so weiter und so fort. Alles Dinge, die im transportorientierten Bereich stattfinden. Genau, also eine Checkliste, die man dann Schritt für Schritt abhaken sollte und nach Möglichkeit eben dann auch für alles ein Ergebnis haben sollte, was dann letzten Endes in unsere Netzwerkplanung einfließt. Ja, und Netzwerkplanung, da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Die typischen Phasen sind ja hier in diesem Ablaufdiagramm schön zu sehen. Wir werden uns in der Fallstudie in erster Linie tatsächlich mit den ersten beiden Phasen, also mit der Ist-Soll-Analyse und der eigentlichen Planungsphase beschäftigen, um dann sozusagen schriftlich zu dokumentieren, wie Ihr Plan aussieht, den man dann dem Auftraggeber natürlich zur Entscheidung vorlegen wird. Und deshalb gucken wir uns also jetzt nochmal an der Stelle diese beiden Planungsphasen etwas genauer an. Ja,
Ist-Analyse, Soll-Konzept erstellen sind natürlich die ersten logischen Schritte. So heißen, ich schaue erstmal, was habe ich. Wir haben es ja gerade schon gesehen bei den Übertragungs- oder transportorientierten Schichten. Muss ich mir natürlich erstmal die Frage stellen, was habe ich eventuell schon an Infrastruktur, was ich nutzen kann, nutzen soll. Also, was möchte mein Auftraggeber, was für Anwendungen sollen hinterher darauf laufen, was wollen die Anwender letzten Endes damit erreichen. Alles Fragestellungen, die an der Stelle erstmal wichtig sind. Genau, und danach können wir uns auch ansehen, und das ist dann wiederum wichtig für das Thema der Leistung, Verzögerung und Bandbreite, wie der Datenfluss ist. Gibt es Abteilungen, die einfach sozusagen mehr Performance brauchen? Gibt es Abteilungen oder Bereiche oder Anwendungen, die weniger Verzögerung brauchen? All das sind natürlich wichtige Punkte. Und insofern dürfen wir auf der einen Seite die Datenflüsse betrachten, auf der anderen Seite müssen wir einfach sehen, ist es eine Echtzeitanwendung oder ist es einfach eine Anwendung, die einen normalen Datenfluss im Endeffekt hat. Genau, und daraus ergibt sich dann eben, dass man zu einer Soll-Analyse oder zu einem Soll-Konzept irgendwann kommt. Da entsteht dann erstmal ein logischer Entwurf dessen, was man im Endeffekt aufbauen möchte. Also Diagramme letzten Endes mit der Infrastruktur, mit Topologien, mit Teilnetzen, wenn man eventuell irgendwas noch aufsplitten möchte, aufsplitten muss. Das geht dann weiter, dass man letzten Endes auch zu einem Entwurf kommt, der so ein bisschen die elektrischen Begebenheiten noch einbezieht quasi, also ein physikalischer Entwurf letzten Endes. Detaillierte Pläne, wo liegen eigentlich meine Kabel? Was habe ich eventuell für eine Gebäudesituation? Wo kann ich überhaupt Kabel legen? Wo sind Störeinflüsse möglicherweise? Genau. Und letzten Endes geht es natürlich auch noch um die logische Adressierung unserer Komponenten, um das Routing, also ein IP-Adresskonzept quasi und eben wie mache ich die Übergänge, wie gestalte ich die Übergänge zwischen Teilnetzen oder auch in Weitverkehrsnetze.